Schaffe ich das mit der gekippten Kohle oder geht das maximal schief? Freunde, Ersteindruck zu diesem Gerät hier, die Viro One in der V3. Viro hat zwei neue Pfeifen auf der Shisha-Messe präsentiert. Das eine war die Evoke Pro, da kommt auch nochmal ein volles Review zu. Aber jetzt gucken wir uns mal in einem ersten kleinen Fazit, in einem ersten kleinen Ersteindruck, die Viro One V3 an. Die erste Frage ist natürlich, was ist bei der V3 anders als bei der V2? Und die Frage ist relativ simpel beantwortet. Punkt Nummer 1, die Klebung unten von den Sleeves wurden überarbeitet, weil es bei der V2 vereinzelt dazu kam, dass ein paar undicht wurden. Das sollte jetzt also bei der V3 gar nicht mehr passieren. Schon mal gut. Dadurch, dass die Übergänge jetzt aber besser verklebt sind, sind die Sleeves auch nicht mehr wechselbar. Ich kenne wenig Leute, die bei ihrer Viro V2 die Sleeves überhaupt mal gewechselt haben. Von daher finde ich das schon okay zu sagen, komm, wir verkleben die richtig fest und dann kann man da nichts mehr machen. Aber dafür ist es auch garantiert immer dicht. Finde ich okay, ist für mich auf jeden Fall eine feine Entscheidung. Punkt Nummer 2, der verändert wurde. Es wurden viel mehr Kugeln verbaut. Um genau zu sein, gibt es jetzt nämlich 8 Kugeln, die hier oben unter der Platte liegen. Und das heißt, je mehr Kugeln wir haben, um Druck auszugleichen, umso weniger sollte man die Pfeife fluten können. Und das ist sehr nice. Und dadurch, dass die Kugeln nach oben gewandert sind, haben wir auch noch einen weiteren Punkt. Und zwar kommt der Blow-Off jetzt nicht mehr einfach unten gegenüber vom Schlauch raus, sondern wir haben einen Blow-Off, der von oben unter den zwei Platten nach unten an der Bowl entlangläuft. Und was auch noch eine wichtige Neuerung ist, auf der Unterseite sehen wir schon ein kleines Gewinde. Da habe ich erst gedacht, maybe bringen die auch so einen Spike raus, dass man die Pfeife draußen fixieren kann. Aber eine andere Idee ist, dass das schon eine Vorkehrung für das Akku-Pack für den Nevo EHMD ist, der dann da noch dazu benutzt werden könnte. Heißt, du hättest das perfekte Travel-Set aus dem Nevo, einer Viro One V3 und dem Akku-Pack, was du direkt unten mit der Viro verschrauben kannst. Und das ist schon mal smart in die Zukunft gedacht. Ist nur die Frage, wann Akku-Pack? Das sind erstmal grob die Änderungen. Die Pfeife kriegt ihr unter anderem bei Aeon, also aeonshisha.de, aeon-shisha.com, die leiten euch alle auf dieselbe Seite weiter und da findet ihr die Pfeife für 80 Euro in den, wie gesagt, 4 verschiedenen Varianten. Das ist das Mundstück, was noch im Lieferumfang enthalten ist, genauso wie ein Schlauch, der auch direkt mit dabei ist. Und solltet ihr euch die Pfeife bei Aeon holen, könnt ihr übrigens auch sehr gerne bei der Aeon Website, egal was ihr kauft, außer Tabak und bereits rabattierte Ware, noch mit dem Gutscheincode SWG immer noch ein kleines Goodie mit auf eure Bestellung bekommen. Jetzt gehen wir noch kurz durch unsere normalen Review-Punkte, Verarbeitung, Materialien und Qualität, Optik und Design, Rauchverhalten und danach das alles zusammen nochmal in ein Fazit rein. Und dann fangen wir an mit Qualität, Verarbeitung und Materialien. Das sind jetzt die ersten Köpfe, die ich auf der Pfeife rauche. Ich habe sie mir schon ein bisschen angeguckt, ein bisschen zerlegt und auch sauber gemacht, bevor ich sie dann zum ersten Mal geraucht habe. Ich würde sagen, es gibt keinen Unterschied. Also die gewohnte Viro-Qualität, die ihr von anderen Pfeifen und von den Vorgängern von der Pfeife maybe schon kennt, die kriegt ihr auch bei der V3. Das ist jetzt nicht ganz auf dem Level von der Aeon Stimulation und Co., aber das ist grundsolide. Die Gewinde laufen gut, meine ist dicht, es hat alles gehalten, das passt alles. Bei einer Sache muss ich aber bei der Verarbeitung meckern und das sind die Kugeln, die ausgewählt wurden. Und zwar sind da Metallkugeln drin. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam, da Metallkugeln zu nehmen. Die funktionieren zwar gut, die klingen aber sehr, sehr nervig. Ich versuche mal, euch das zu zeigen. Wenn ich jetzt Kopfhörer auf habe und hier irgendwas höre am Computer und so, fuckt das mich nicht ab. Wenn es jetzt bei einem Film wäre, würde es mich wahrscheinlich auch nicht nerven, aber falls das bei euch häufiger vorkommt, dass ihr in einem komplett stillen Zimmer sitzt und dann hört man die Kugeln die ganze Zeit, dann würde es mich nerven. Sobald irgendwelche anderen Geräusche da sind, würde es mich wahrscheinlich nicht mehr so krass nerven, aber es wäre trotzdem einfach die coolere Entscheidung gewesen, da Plastikkugeln zu nehmen, im besten Fall sogar Gummikugeln zu nehmen oder sowas. Also man hätte literally jede andere Kugelart nehmen können und es wäre wahrscheinlich besser gewesen als Metallkugeln. Es ist eine Kleinigkeit, ich wollte es aber erwähnen. Ne? Aber abgesehen von diesem einen kleinen, nennen wir es mal Fauxpas, mit der für mich persönlich falschen Kugelwahl, finde ich Verarbeitung, Qualität und Materialien gewohnt gut von Viro und da gibt es nichts zu meckern. Kommen wir zu Optik und Design. Ich habe hier die Variante in Ghost, es gibt aber noch 3 weitere Farben, also insgesamt 4 verschiedene. Die anderen 3 fand ich persönlich nicht so geil und gerade mit der neuen, wo es ja dann doch ein paar Änderungen zu sehen gibt, finde ich das mit dem Ghost Sleeve eigentlich schon ganz schön. Es ist übrigens kein Glas, es ist Plexiglas. Das heißt, man könnte das Ganze auch easy mit auf einen Festival und Co. nehmen, also an alle Orte, wo eben Glas verboten ist. Für Festivalgänger und Co. ist das natürlich eine wichtige Info, weil gerade bei einer Travel-Pfeife, die fürs Mitnehmen gemacht wird, ist das wichtig zu wissen, dass man die auch an
Orte mitnehmen kann, wo eben kein Glas erlaubt ist. Und mit dem Ghost Sleeve finde ich die Pfeife verdammt hübsch. Also die ist jetzt nicht revolutionär anders im Vergleich zu ihrem Vorgänger, aber hier und da hat sich doch eine Kleinigkeit getan. Insgesamt finde ich die trotzdem schön. Es ist eine sehr cleane, sehr einfach gehaltene Travel-Pfeife. Aber mit dem Feature, dass man eben reingucken kann, finde ich schon ziemlich cool. Und gibt's so gut ausgearbeitet, finde ich auch nur bei Viro. Es gibt noch eine Travel-Pfeife von The Hookah. Aber bei der muss ich sagen, da steht meistens wegen dem Doppelkammersystem zu viel Rauch drin, als dass man da die Innereien so schön sehen könnte, wie bei der Viro One V3 mit dem Ghost Sleeve. Also Optik, es ist keine krass ausgefallene Pfeife, aber für das, was es ist, finde ich es hübsch. Und was bei Optik und Design noch mit rein muss, ist natürlich der Blow-Off und den zeige ich euch jetzt nochmal. Ich hätte bei Blow-Off und der verbauten Art und Weise erstmal gedacht, dass es präziser nach unten läuft. Es verteilt sich aber schon ein bisschen. Es entsteht praktisch eine Rauchwolke rund um die Shisha herum. Ich finde es schön, aber wäre das richtig schön clean nach unten gelaufen, hätte ich es maybe noch einen Ticken schöner gefunden. Aber es ist auf jeden Fall eine Verbesserung im Vergleich zu der V2 davor. Und dann kommen wir zu Punkt Nummer 3, dem Rauchverhalten. Ich habe als erstes einen Mehrlochkopf drauf geraucht und da muss ich sagen, holy shit, war der Durchzug krass. Also jetzt habe ich einen Funnel auf Vollkontakt und da ist der Durchzug sehr, sehr angenehm. Aber mit einem Mehrloch, den ich extrem fluffig gebaut habe, war der Durchzug fast schon zu gut. Also das ist schon ein sehr, sehr krasses Niveau, wo der Durchzug von dieser Pfeife ist. Sprich, es ist sehr, sehr offen. Macht mit der Info, was ihr wollt. Wenn ihr häufig einen Funnel auf Vollkontakt raucht, dann ist das gut. Oder wenn ihr wie atmen wollt, dann ist das gut. Auch mit einem Mehrlochkopf. Aber mit einem Mehrloch Kopf hat man kaum Widerstand und das ist die wichtige Info. Was euch gefällt davon, kann ich euch nicht sagen, aber so ist die Info, damit ihr das besser einschätzen könnt. Das Entlüften geht auch relativ easy und der wichtigste Punkt, die V1 und V2 konnte man noch, wenn man nicht aufgepasst hat, relativ leicht fluten. Heißt, wenn man mal reingepustet hat zum Entlüften, ist es bei den Vorgängern durch die extrem kompakte Bauweise und die wenigen Kugeln, die im Blower verbaut wurden, halt doch häufiger mal vorgekommen. Zumindest wenn man am Anfang noch unwissend ist, wenn man sich dann drauf eingestellt hat, war das okay. Aber wenn man noch unwissend war am Anfang, konnte das relativ schnell passieren, dass man das Ding mal geflutet hat. Das heißt, man pustet so fest rein, dass man das Wasser aus der Bowl durch die Rauchsäule nach oben drückt, bis es in den Kopf steigt und an den Tabak und maybe sogar in den HMD kommt und damit die Kohle löscht, den Tabak mit Wasser anfeuchtet und unrauchbar macht. Ergo, wenn du den Kopf geflutet hast mit Wasser, dann konntest du dir einen neuen HMD nehmen, also einen fertigen, sauberen, trockenen, konntest dir einen neuen Kopf bauen und konntest damit weiter rauchen, aber musstest dir auch noch neue Kohle anmachen. Und durch die 8 Kugeln, die jetzt verbaut sind, passiert das weniger. Ich habe es getestet und ich zeige euch einfach nochmal den Clip. Und ich sehe ab und zu, wie das Wasser mal zuckt hier oben. Also wenn ich jetzt reinjiete, dann ist glaube ich vorbei. Ich habe es jetzt nochmal getestet. Ich übertreibe jetzt bewusst. Okay, ready? Ich hätte mehr Zwiebeln nehmen sollen. Ja, also kann man fluten. Aber ich habe ja auch eben schon einen Kopf geraucht und habe ganz normal entlüftet und da war es nie ein Problem. Weil wenn jetzt hier Wasser rauskommt, würde das natürlich nicht bedeuten, dass das bis hier in den Kopf kommt, ne? Aber es ist deutlich, deutlich, deutlich schwerer geworden und das sind ja, glaube ich, die guten Nachrichten. Also jetzt muss man schon wirklich gottlos übertreiben, aber dann schafft man immer noch einen kleinen Fountain hier, sich ins Wohnzimmer zu stellen. Dann kriegt man es hin. Und das bringt uns zu unserem Fazit zu der Pfeife. Rauchverhalten, würde ich sagen, ist der Durchzug noch ein Ticken offener geworden. Ob ihr das mögt oder nicht, müsst ihr wie gesagt selbst wissen. Wir haben ein paar Quality of Life Improvements. Wir haben die Vorkehrung für das Akku-Pack, was wir unten reinschrauben können. Wir können die Pfeife weniger fluten. Wir haben einen cooleren Blow-Off bekommen. Wir haben Schlauch und Mundstück dabei und die Pfeife kostet immer noch 80 Euro, wie es auch schon vorher der Fall war. Und ich finde, das ist ein gutes Update. Aber es ist nicht unbedingt ein Upgrade. Also wenn jetzt jemand eine V1 oder eine V2 hat, dann muss man nicht auf die V3 wechseln, meiner Meinung nach. Ja, außer ihr sagt, ich will unbedingt diesen Blow-Off, ich finde den super schön oder ich will die unbedingt dann mit dem Nevo rauchen und ich will, dass die auf das Akku-Pack geht, dann macht das in eurem Fall vielleicht doch Sinn, eine V3 zu holen. Für die meisten Leute, die bereits schon eine Travel-Pfeife haben und mit der auch zufrieden sind, muss man nicht auf eine V3 gehen. Für alle, die noch keine Travel-Pfeife haben, könnte das aber umso interessanter werden, vor allem wenn man maybe mit dem Nevo plant oder man die Pfeife an sich einfach cool findet. Und dann könnte das schon was sehr, sehr Interessantes werden. So viel mein Ersteindruck zur Viro One V3.